Wir sind hier im Val Madris auf 1800 Meter. Das Val Madris ist ein Seitental vom Avers im Kanton Graubünden. In den letzten 40, 50 Jahren hat man hier die Bewirtschaftung leicht runtergefahren, weil wir halt nur noch eine Familie sind, die hier bauen. Und durch das haben hier die schönen Weiden angefangen einwachsen. Viel mit Erlen, mit Weiden und mit Birken. Und wir zeigen in diesem Film, wie die Familie Batzen und ihre Geissen die Grünerlen kontrolliert. Grünerlen besiedelt natürlicherweise Bachläufe, Gräben und Lawinentrichter. Sie ist aber sehr flexibel und ideal daran angepasst, auch neue Flächen zu besiedeln. Die Grünerle hat eine weitere Eigenschaft. Sie kann nämlich Stickstoff fixieren. Sie bildet in ihren Wurzeln die grossen Knollen, wo drinnen Bakterien leben, die aus der Luft Stickstoff fixieren können. Wir sehen die Stickstofffixierung an dieser üppigen Vegetation, die unter den Erlen wächst. Es sind grosse Hochstuden, aber die Vegetation ist sehr artenarm. Wir sind ein Motorkuhbetrieb und haben auch Rossalpen. Und haben jetzt seit 12 Jahren auch Geissen hier im Tal. Und mit denen probieren wir eben hier die Weiden zu verbessern. Um die Erlen zu regulieren, sind wir folgendermaßen vorgegangen. Wir haben angefangen, gezielt Koppeln zu machen mit 20 bis 30 Geissen. Das Vorgehen ist so, dass man die Geissen wirklich einzündet, 2 bis 3 Jahre auf der gleichen Fläche. Und so geht eigentlich die Geiss jedes Jahr die neuen Triebe wieder fressen. Und irgendwann stirbt die Pflanze ab. Nachher kann man die Fläche auch oben lassen. Und nach ein paar Jahren müssen wir dann aber noch mal rein, weil die jungen Triebe neu aufschiessen. Die müssen wir noch mal abfressen lassen. An dieser Grünerle sehen wir sehr deutlich den Schaden, den die Geissen anrichten. Sie fressen nämlich die Rinde von den Ästen und in denen wird Nährstoff transportiert. Und jetzt ist der Ast noch grün, aber im nächsten Jahr wird er nicht mehr austreiben und ist abgestorben. Wir wünschen uns zum Entbuschen einen Geiss, der behornt ist, weil die zusätzlich mit den Hörnern die Rinden wegreibt von den Büschen. Und zusätzlich sind Gebirgsgeissen optimal, weil sie mit dem Klima auf 1800 Meter gut zurechtkommen. Wir sind jetzt hier am Rand der Nachtweide und wir sehen sehr gute Schneisen, die hier geschnitten worden ist, damit wir das Weidennetz montieren können. Wichtig ist, dass wenn man die Fläche nachher wieder nutzen will, als Weideland, auch vor allem für andere, grössere Tiere, dass man dann die abgestorbenen grossen Pflanzen abschneidet und häckselt. So kann man eigentlich dann wieder Weideland zurückgewinnen. Die Grünerle ist recht attraktiv für die Geiss. Ihren Futterwert ist gar nicht schlecht. Sie hat einen hohen Proteingehalt. Es gibt sicher ideale und weniger ideale Zeitpunkte zum Drehen mit der Geiss. Aber durch unsere kurzen Sommer sind wir einfach den ganzen Sommer da. Und sie fressen das also vom Frühling bis im Herbst der Stude. Natürlich könnte man hier die Flächen auch maschinell oder von Hand entbuschen. Das heisst mit Sägen, Motorsägen, Mulchen. Mulchen kommt bei uns nicht in Frage, weil man nicht fahren kann. Es ist einfach zu uneben und steil. Von Hand sägen braucht relativ viel Zeit. Also, wenn wir einen Tag zünden, dann haben wir 3 Weiden am Tag, könnten wir theoretisch 3 Weiden machen. Und da wären wir 2 Wochen am Sagen, so für diese Fläche. Und dann ist es so, dass man hier die Kleinen, die findet man vielleicht gar nicht mit der Motorsäge. Man läuft daran vorbei und Geissen finden die alle und die fressen die. Und vor allem, man hat weniger Material zum Aufräumen. Wenn dann mal die Blätter und die Äste gefressen sind und man nur die Türe Stude hat, geht es viel ringer, um die zu versorgen, als wenn man sie frisch abhaut. Wir wollen eigentlich hier Weiden verbessern, die wir nachher auch nutzen mit anderen Tieren nutzen. Das heisst, wenn wir hier auf den Felsen gehen und Geissen jagen, ist das schön für die Tiere. Nützt uns aber als Bauern auch eigentlich relativ wenig. Darum gehen wir eigentlich immer an einen Ort, wo wir darunter nachher
kann gute Weiden generieren. Sei es jetzt ein Hedgehog-Gras oder ein Kämti dann nachher, das Gelände ist einigermaßen in Ordnung. Wir gehen nicht Gröllhäufen in Büsche pushen, wo nachher nie mehr ein Tier reingehen weiden. Weil wenn man nachher nichts macht, sie kommen einfach wieder. Man sieht überall die jungen Triebe, die wieder kommen. Und wenn man es nicht beweidet, geht das noch viel schneller. Und so müssen wir nachher mit dem Geiss vielleicht auch nur noch alle 4-5 Jahre wieder einmal drüber. Es ist auch wichtig, dass die Grünerlen eigentlich auch im Tal sind. Wir haben im Haus so, haben wir extra angepflanzt, zum Teil Studen. Wir haben viel mehr Vögel. Und wir finden es eigentlich schön, dass es den Lebensraum bei uns gibt. Und die Tiervielfalt, die finden wir auch sehr positiv. Und darum gehen wir jetzt auch nicht alles kahl schlagen. Die dürfen wirklich einen Ort, wo ja, sie jetzt immer gewesen sind, wo nie weit war, dürfen die gerne auch bleiben. Wir sind jetzt auch auf Galtgeissen eingestellt und nicht auf Milch. Und bei uns funktioniert das jetzt relativ gut. Aber man kann vielleicht nicht eins zu eins das System auf einen anderen Ort überkupfern. Da muss jeder für sich auch ein bisschen finden, wie es am besten geht. An dem Standort, wo vor einigen Jahren noch ein artenarmer Erlenbestand war, hat sich durch die getroffenen Massnahmen jetzt eine artenreiche, gut nutzbare Weide etabliert. Alles in allem haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht mit den Geissen. Sie fressen anders als jetzt die Fee und die Ross, die hier weiden. Das tut auch im Grasbestand gut. Gleichzeitig gehen die Studen zurück. Und sie werden sehr gerne gesehen, auch von den Leuten, die hier durchs Tal spazieren. Die haben immer sehr Freude, wenn sie mal eine Geissenherde sehen. Die ganze Aktion hier mit dem Pushen gibt relativ viel Arbeit. Man muss sich bewusst sein, dass das über mehrere Jahre machen muss. Aber es ist schön zu schauen für uns, wenn wir mit unseren eigenen Mitteln unser eigenes Land verbessern können und von Jahr zu Jahr wirklich sehen, dass es besser kommt. Es macht einem auch zufrieden und der Aufwand lohnt sich.